Das Schottern geht erbarmungslos weiter. Der Herzstückbereich dieser Weiche wird diesmal hoffentlich fertig endlich. Und danach lässt sich ein Ende dieser Arbeit schon absehen. Auf dieser Platte. Die Schwellenzwischenräume, die ich jetzt zu befüllen habe, werden rapide kleiner. Ich muss mit sehr viel mehr Vorsicht an die Sache rangehen. Jetzt gibt es noch einen aus dem Löffel Stiel. Das ist immer noch leichtgängig. Und nun ist die Außenseite zu bewerfen, anzuhäufeln, anzuschottern. Muss ich das Schotterbett noch einigermaßen gerade ziehen. Damit kann die nächste Ladung kommen.
Das Schutterbett ist jetzt soweit okay und damit kann geträufelt werden. Wobei ich an diesen Stellen noch sehr großzügig mit dem Leim sein kann. Es ist hier kein Gelenk oder irgendetwas in der Nähe. Jetzt außen herum, da ist mir das Leimwasser von innen schon entgegengekommen. Und dadurch geht es halt auch ein bisschen flotter. Nachdem ich das jetzt in dieser Weiche so weit gemacht habe, wie es sinnvoll ist, versuche ich das Brett mal wieder nach rechts zu ruckeln. Ich habe hier ja noch eine Weiche, an der Restarbeiten zu machen sind.
Fängt an mit diesem Schwellenzwischenraum hier. Der kann sogar noch etwas mehr Schotter vertragen. Natürlich muss der zugehörige Außenbereich auch seinen Teil kriegen. Ebenso dieser Bereich hier. Das Ganze könnte noch getränkt werden.